Show. Ich bin der Murali Peromal, ich bin Schauspieler und meine Rolle in dem Film ist der Tomasio. Genau, das ist der ist Raumfahrtwissenschaftler, genau, und arbeitet unten in der Raumfahrtstation. Schreibe bitte kurz deine Rolle. Naja, ihr werdet es ja sehen. Eine Rolle ist eigentlich ein alter Freund von dem Vater von einem der beiden Kinder und auch Kollege. Also er arbeitet in dieser Raumfahrtstation und er hilft den Kindern letztendlich und ist vielleicht so eine Art von Sympathiefigur. Ja. Findest du, Tomasio sollte lieber der Chef sein anstatt Dr. Boschle? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube schon, ja. Ich glaube, ich wäre der zuverlässigere, bessere, liebevollere Chef, glaube ich. Würdest du die Arbeit von Tomasio auch gerne machen oder lieber Schauspieler bleiben? Ich finde die Arbeit von Tomasio sehr spannend. Ich weiß nicht, ob ich es gekonnt hätte, wenn ich das damals Luft- und Raumfahrttechnik gelernt hätte. Aber ich glaube, Schauspieler sein macht mehr Spaß. Was würdest du einem Alien sagen, wenn du könntest? Ja, die Frage ist gut. Ich glaube, ich würde zuerst den Alien fragen, was denkst du über mich? Was bin ich für dich? Bin ich ein Lebewesen? Vielleicht denkt das der oder die Aliens denken dann über mich, ich bin selber ein Alien für die. Wie glaubst du, sieht ein Alien aus, wenn es welche gibt? Ah, die Frage wurde mir schon mal gestellt, ist sehr schwer. Ich glaube letztendlich, ja, ist schwierig, aber man hat ja so Bilder im Kopf, ne? Vielleicht ein runder Kopf, vielleicht gibt es ein paar Antennen aus dem Kopf raus, aber ich glaube, dass die liebevoll aussehen und nicht böse. Wärst du als Kind auch gerne mit einem Raumschiff ins Weltall geflogen? Als Kind wäre ich, glaube ich, gerne ins Weltall geflogen, jetzt mittlerweile nicht mehr, glaube ich. Ich hätte so ein bisschen Respekt, weil man schwebt ja da, man ist so ein bisschen im Ungewissen, in einem... Im Weltall, man weiß nicht, kommt man wieder sicher zurück. Und, aber als Kind wäre ich sehr gerne geflogen. Und ich hatte sehr oft den Traum, überhaupt zu fliegen. Hast du schon mal eine Rakete in echt gesehen? Eine Rakete in echt habe ich noch nie gesehen. Nur im Fernsehen. Was würdest du mit dem schwerelosen Stein aus dem Film machen? Ja, wenn dieser Stein mir... Zauberkräfte geben könnte, dann würde ich wirklich gerne fliegen können. Aber nicht ins Weltall, sondern hier auf unserer Erde. Dann würde ich von selbst, so wie ich das früher geträumt habe, gerne fliegen können. Was würdest du einen echten Astronauten fragen? Echten Astronauten würde ich fragen, wie es zum ersten Mal, beim allerersten Mal war, ins Weltall zu fliegen. Ob er oder sie Angst hatten und was das für ein Gefühl war. Welche Szene hat dir am meisten Spaß gemacht zu drehen? Ah, schwierig. Also auf jeden Fall was in dieser Raumstation, wenn ich mit den Kindern spreche. Das auf jeden Fall, irgendwas dort. Okay. Hast du einen Musikwunsch, den wir für dich im Radio spielen sollen? Ein Musikwunsch? Ja. Das kennt ihr ja alle. Dieses französische Lied Papa Ute. Kannst du zum Schluss bitte unsere Hörer der Super Show auf 92,4 mit deinem Namen, deiner Rolle und dem Filmtitel grüßen? Ja, ich grüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin der Murali Peromal, Schauspieler aus dem Film Wow, eine Nachricht aus dem All. Und grüße euch alle ganz, ganz herzlich. Viel Spaß beim Film und ich hoffe, ihr geht rein.